werden heute eine Ente zubereiten, wie Sie es wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Und es passt hervorragend in die Weihnachtszeit. So, die Ente. Wir fangen so an, wie Sie es vielleicht schon kennen. Wir schneiden die Flügel am Gelenk durch, Nummer 1. Hier kommt dann später der Entenbraten rein. Und die Flügel nehmen wir dann gleich mit zum Soße ziehen. Und dann hinten das sogenannte Bürzel schneiden wir ab, verwenden wir nicht. Da sind Drüsen drin, die die Ente, jedes Vogeltier braucht, um die Federn zu fetten, damit der Regen nicht durchläuft. Das Entenfett können wir ebenfalls schon ein bisschen rausmachen. Sie können dann gerne auch einen Topf nehmen zu Hause, wo wir die Ente erstmal hineinstellen. Und jetzt fangen wir an, ganz filigran mit unserem sehr scharfen Messer, wie Sie sehen, es funktioniert, am Knochengerüst, an der Karkasse, heißt es in der Fachsprache, der Ente hinunterzuschneiden. Und dabei immer ganz eng am Knochen bleiben, denn was nicht passieren sollte, dass wir ein Loch in der Ente haben. Jetzt sind wir schon ziemlich Stück eingedrungen in die Ente. Und dann wird es auch schon ein kleines bisschen leichter. Wir nehmen dann auch bald die Ente heraus. Wie Sie sehen, immer schön am Knochen bleiben. Und das ist das Gute bei der Ente, dass sie genug Fett hat zwischen Haut und Knochen. Demzufolge hat man mehr Platz fürs Messer. Hier muss man auch schön aufpassen, dass man auch das Fleisch mit runter trennen und nicht bloß runterschneiden am Knochen. Fleisch brauchen wir auch. So, jetzt ab das Schneidebrett. Und jetzt können wir in der Waagerechten weiterarbeiten. Und immer schön flach am Knorpel lang schneiden. Und dann auch schon hier wieder ein Stück weiter. Da kommen wir allmählich schon zum Gelenk. Stelle ich es mal wieder senkrecht. Und jetzt kann man erkennen, hier ist das Gelenk. Hier schneiden wir einfach durch. Das ist ganz einfach. Da haben wir das Gelenk und da war es durch. Also Sie sehen, es ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Also man kann natürlich verschiedene Tierchen auf diese Art zubereiten. Geflügel, klar, Gans oder Pute geht genauso. Pute ist am schwierigsten, weil die hat sehr wenig Fett. Und es gelingt nur mit großer Anstrengung, ohne Loch dort an der Wirbelsäule runterzuschneiden. Gans geht besser. Und die Füllung gibt es auch viele, viele Möglichkeiten. Die Hackmasse, die Farce, die können Sie ohnehin so machen, wie es Ihnen am besten schmeckt. Ich werde Ihnen dann zeigen, was mir gefällt. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Rezept, dass man die Gans mit Stollenteig füllt. Das ist etwas unglaublich Schmackhaftes, weil der Stollenteig dann gleichzeitig hinterher als Beilage, da ist dann ähnlich wie Semmelknödel zu betrachten und hat aber den Geschmack der Gans angenommen. Also das ist auch unbedingt mal zu probieren. Wir können mal wieder ein bisschen den Handschuh-Effekt herstellen, indem wir das einfach rumstülpen. Die Brust haben wir jetzt schon komplett runtergeschnitten. Jetzt kommen wir zum Flügelknochen, da kommen wir also gleich wieder auf ein Gelenk, welches wir wieder durchschneiden, wie vorhin bei der Keule. Und hier wieder schön aufpassen, dass wir die Haut nicht verletzen. Aber wie schon vorhin gesagt, sollte es doch passieren, da geht die Welt nicht unter, zur Not kann man es zunähen, weil ja dort, wo die Gans oder die Ente in dem Fall ausgenommen wird, ist ja ohnehin eingeschnitten, was man später zunähen muss, damit die Hackmasse schön drin bleibt. So, jetzt haben wir es gelenkt und da war es durch. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Wir sind in den Endzügen. So, da ist es, die Karkasse, und ganz gut, Fleisch ist ab. Jetzt stülpen wir es wieder um. Spannend. So, jetzt schauen wir uns die Flügel an. Die Flügel haben wir ja hier vorher abgeschnitten. Das können wir gerne drin lassen. Das ist wie bei Chicken Wings. Das gibt noch ein kleines bisschen Halt. Die Keule, die nehmen wir aber raus. Und die ist auch gar nicht so sehr schwer. Wir schneiden hier am Gelenk erstmal kreisförmig ringsrum. Und dann am Knochen schaben wir mit unserem schönen scharfen Messer einfach hinunter. So, sind wir beim nächsten Gelenk. Ganz schön gelenkisch diese Ente, ne? Nummer 1. Und jetzt machen wir gleich etwas anderes. Hier schaben wir ein kleines bisschen bloß an mit dem Messer, dass sich das vom Knochen oben löst. Na, hier ist noch ein Stück. So. Und jetzt probieren.
Jetzt wird es rausgezogen. Weil wir wollen das Bein nicht zerstören, sondern das brauchen wir dann, damit die Füllung nicht herausputzelt oder herausdrückt beim Braten. Nummer eins, dasselbe auf der anderen Seite. Übrigens ist diese gefüllte Ente ein Rezept aus meiner Lehrzeit. 1975 gab es damals im Interhotel Neva und sehr gerne mussten die Lehrlinge zur Prüfung so eine Ente auslösen. Und wehe dem, es war ein Loch drin, das war gleich klassisch, Zensur nach unten. So, auch hier wieder das Gelenk freilegen und einschneiden, damit sich das Fleisch löst. Noch ein Stück, so eine kleine Sehne. Wenn die hängen bleibt, ziehen wir das Fleisch nämlich nicht vom Knochen, sondern es bleibt dran und das wollen wir nicht, wir wollen es ja essen. Jetzt wieder übers Gelenk drüber rausziehen und hier unten abschneiden. Und fertig ist unsere Ente. Jetzt können wir die Beine noch ein Stück zurückstülpen. Nummer 1 und Nummer 2. Flügel bleiben drin, Hals schlagen vorhin. Ente gut, alles gut. Ich habe hier schon vorbereitet eine Hackmasse, das ist halb Schwein, halb Rind. Hier habe ich Gemüse, verschiedenes Gemüse, das ist Brokkoli, Blumenkohl und Möhre. Dann habe ich hier Ei, auf diese Menge 2 Eier. Von der Hackmasse her waren das zwischen 600 und 800 Gramm. Wir müssten am Ende so in etwa auf 1 Kilo kommen. Wenn man zu viel Hackmasse reinmacht, besteht die Gefahr, dass die Ente platzt, weil Hackmasse dehnt sich ja dann aus. Dann geriebene Semmel, das kennen Sie auch vom Beefsteak zu Hause, aber das ist eine Farce, die ist ein kleines bisschen anders. Gut, wird vielleicht erstmal reichen. Dann kommt hinein, hier, das ist was Leckeres. Etwas Alkohol gehört immer in die Farce. Gut schmeckt Pernod, etwas Anis oder eben dieser Aquavit ist auch sehr, sehr gut geeignet. So, weiter Flüssigkeit. Hack braucht Flüssigkeit, in dem Fall mit Sahne. Ob das Schlagsahne ist, Kaffeesahne, Küchensahne oder was Ihnen gerade einfällt, das ist egal. Das ist Ihnen überlassen. So, und jetzt brauchen wir noch ein bisschen frische Kräuter. Petersilie, noch aus dem Gewächshaus. Der Frost war noch nicht stark genug. Und die brauchen wir jetzt auch nicht so ganz, ganz fein hacken, denn wir wollen ja auch sehen, was wir dann da drin haben. Was jetzt noch fehlt, sind Gewürze, natürlich Salz. Fragen Sie mich bitte nicht nach der Menge, sondern würzen Sie so, wie es Ihnen am besten schmeckt. Gemahlener Kümmel sollte sein, auch wenn man nicht unbedingt Kümmel mag. Wenn er gemahlen ist, spürt man es nicht ganz so. Dann macht sich hier grober Stegpfeffer ganz gut, denn wir wollen ja im Schnittbild ein bisschen was sehen. Und ein Hauch Knoblauch. Ich habe hier Knoblauchkanonat verwendet. Man kann natürlich sehr gerne frischen Knoblauch verwenden. So, jetzt werden wir das ein kleines bisschen andrücken und dann empfehle ich Ihnen, machen Sie es ruhig mit der Hand, sonst können Sie nicht garantieren, ob Sie es alles richtig durchgeknetet haben. Also, wie man so schön in Sachsen sagt, durch die Finger muss das Mädchen, hätte jetzt der Uwe Steimle gesagt. So, ich denke mal, das sieht schon gut aus. Ne? Also, schöne griffische. Ja, man merkt das, darf ein bisschen griffig sein oder wenn wir beim Sächsisch bleiben, darf ein bisschen glitschen. Hier geht es also weiter. Jetzt wird die Ente gefüllt. Das machen wir immer so handklopsweise. Und wie gesagt, nicht zu dick stopfen, sonst platzt uns die Ente beim Braten auf. So, brauchen wir Nadel und Zwirn. Ich habe Ihnen jetzt das erspart, das Einfädeln zu zeigen. Das sind wieder 10 Minuten weg, bei uns Männern jedenfalls. So, und jetzt geht's los. Einfach einen ganz normalen Stich. Man kann das auch mit Rouladennadeln machen. Da müsste man jetzt mehrere Rouladennadeln machen, die dann immer so durchflechten. Ich habe auch ganz bewusst einen dunklen Faden genommen. Ein weißer Faden würde ja dann auch ein bisschen durch das Braten und die Soße sich mit einfärben. Und dann kann es passieren, wir finden den gar nicht gleich wieder. Aber den schwarzen Faden sehen wir dann ganz bestimmt. So, jetzt kommen wir zum Außengewürz. Einfach Pfeffer-Salz-Gemisch und ruhig ein bisschen mutig einreiben. Denn durchs Braten und durchs Übergießen geht es halt dann doch ein bisschen mit in den Soßenfond, was natürlich auch gewollt ist. So,
Wenn jetzt hier unten noch ein Löschel ist, das ist jetzt auch nicht so tragisch, am Hals so und so, den klappt man nämlich rum. Und der kommt dann überhaupt so in unsere Bratgefäß, unsere Bratpfanne. Die Karkasse braten wir mit, brauchen wir für die Soße, hat man schon gesagt. Und zum Angießen nur etwas Wasser, also kein Fett unten rein, sondern etwas Wasser, weil sich das Fett ohnehin beim Braten aus der Ente absetzt und wir damit unsere Soße ziehen können. Jetzt kommt es rein in den vorgeheizten Herd, 180 Grad, anderthalb Stunden, sollte zureichen, dann nochmal bei 160 Grad, 10 Minuten zugeben und dann ist unsere Ente fertig. Und jetzt, die 2 Stunden sind um und unser Ententier ist fertig. So sieht's aus, wenn es aus dem Ofen kommt. So, jetzt haben wir also hier die Ente als Beilage, klassisch Rotkraut und Klöße. Die kommen natürlich zuerst auf den Teller. Natürlich. Das Entenfett, was wir ausgebraten haben, haben wir hier wieder mit verwendet. Nicht alles, ist noch ein bisschen übrig, aber auch das werden wir verwenden. Das werde ich gleich erklären. Natürlich sächsische Kartoffelklöße. Über das Rezept können wir uns gerne mal unterhalten, aber würde heute vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen. Dann auf jeden Fall die Soße, denn unser schöner Braten wird untersoziert, weil wir den Braten, die Ente, nicht mit der Soße bedecken wollen. Im zweiten Teil des Entenfettes haben wir die Semmelbrösel hergestellt. Semmelbrösel einfach das Fett warm machen, die Semmel, geriebene Semmel hinein und dann schön ausbrutzeln, bis diese Farbe entsteht. Dann ist das auch sehr schmackhaft, weil knusprig. So, jetzt kommt's. Wir sind soweit. Und wir schneiden jetzt einfach mal ziemlich kräftig mitten durch die Keulen. Und schauen uns das Schnittbild an und, was sagen wir? Können wir genehmigen, oder? So, das werde ich nochmal halbieren. So, bitteschön. Ente gut, alles gut. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de